Was geht ab, liebe Kasper-Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA, Freunde. Mike Tyson war in seinem Podcast mit Joe Rogan sehr, sehr interessant. Einen der größten Podcastler in ganz Amerika, in ganz USA und ja, wenn nicht sogar weltweit. Mike Tyson hat den UFC-Superstar Conor McGregor jetzt eine Warnung ausgesprochen, aber nicht in Bezug darauf, dass er ihn irgendwie crashen will oder er irgendwie ein Problem mit ihm hat oder was weiß ich, dass er ihn auf dem Kicker hat. Nein, er hat Conor McGregor nur gewarnt in Bezug auf seinen nächsten Kampf. Denn diese beiden haben über den Kampf Conor McGregor gegen Kamaru Usman gesprochen und auch allgemein über den Lebensstil von Conor McGregor und auch die verschwenderische Zeit von Conor McGregor in Bezug auf diesen Lebensstil. Denn es wird nämlich sehr, sehr schwer sein, bei seinem derzeitigen Stil bereit zu bleiben für einen nächsten Kampf, wenn es dann wieder ernst werden sollte. Der Boxer Mike Tyson war vor kurzem jetzt in den Flugzeug, ja, Akt, sag ich mal, mit eingewickelt, wo er dort ordentliche Probleme hatte, jemandem dann in die Fresse gehauen hat, der ihn provoziert hat und. Aber davor hat er auch ganz entspannt in einem Podcast gesprochen und im Nachhinein auch wieder viele, viele neue Dinge gemacht und Leute getroffen. Tyson deutete an, dass seine lukrativen Kämpfe, die bis zu 40 Millionen Dollar wert sind, McGregor das Leben so schwer machen könnten, dass ihm vielleicht sogar die Motivation fehlen könnte, aus dem Bett zu kommen. Conor McGregor ist dafür bekannt, dass er ein Leben im Luxus genießt und wurde kürzlich auch von Forbes als der bestverdienste Sportler für 2021 ausgewählt, während er sich nach seiner Verletzung zurück ins Oktagon erarbeitet hat und natürlich weiterarbeitet, dass er wieder aktiv wird, dass er gut wird, dass er stark wird und sein Debüt dieses Jahr gegen Kamaru Usman geben will. Allerdings war die jüngste Erfolgsbilanz des irischen Stars nicht so glänzend wie sein Lebensstil, denn er hat 3 seiner letzten 4 Kämpfe verloren gehabt. Tyson sagt in seinem Hotboxing-Podcast jetzt, es ist schwer, in diesem Lebensstil fit zu bleiben. Habt ihr jemals einen 40-Millionen-Dollar-Kampf gehabt und dann später mit mir noch gesprochen? Ja, ich würde nach diesem Kampf einfach nie mehr mit irgendjemandem sprechen, ich würde abtauchen. Wenn du einen 40-Millionen-Dollar-Kampf hast und in der Woche danach dieses Geld hast und sie dir sagen, dass du in 6 Wochen wieder kämpfen musst, wird es einfach schwieriger, aus dem Bett zu kommen. Du hast einfach keinen Bock mehr, du hast das Geld in der Tasche, du hast alles, was du brauchst, also hast du einfach keine Motivation mehr. Am Ende sagst du, wie viel Geld ist es? Und dann sagst du auch noch, gib mir 5 Millionen Dollar mehr, dann hätte ich vielleicht wieder Bock drauf. Aber sonst hat Conor McGregor einfach keine Motivation. Ansonsten sagte Joe Rogan auch, dass er für Conor McGregor am liebsten einen Tune-Up-Fight, also einen Aufbaukampf in dem Sinne, sehen wollen würde, welcher Conor McGregor wieder ohne Probleme ganz nach oben katapultieren könnte, um zu gucken, wie sieht's aus mit seinem Bein, ja, ist er fit, wird sein Bein standhalten, wenn er wieder im Oktagon kämpft, aber gegen Kamaru Usman direkt zu packen, ist natürlich auch eine Variante, am meisten Geld zu verdienen, plus die größte Challenge zu haben, weil Kamaru Usman Pound for Pound Nummer 1 gerade ist in der UFC und einfach, ja, einfach momentan viel, viel höher wirkt als alle anderen Leute im Weltergewicht in seiner Division. Er wirkt wirklich so, als würde er jeden anderen stompen, der ihm in den Weg kommt und keiner kann sein Level erreichen. Aber ja, Conor McGregor will es möglich machen. Conor McGregor will diesen Kampf. Am liebsten würde ich Conor McGregor auch direkt gegen Kamaru Usman sehen. Aber da müsst ihr mir eure Meinung in die Kommentare schreiben, Freunde. Lasst ein Like und ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Danke für den krassen Support. Bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.